Ich bin Britta Reitmeier, bin Künstlerin mittlerweile seit 13 Jahren. Davor war ich Informatikerin und habe aber immer wieder Nischen gesucht, wie ich da künstlerische Dinge einflechten kann. Ich könnte jetzt nicht sofort aufstehen, so und jetzt fange ich an und das muss ich noch machen, das wäre dann Druck. Ich lasse überhaupt keinen Druck auf mich wirken, das entsteht dann. Und das ist viel schöner, als wenn man sich so einen Zwang macht. Wenn ich so eine Idee habe, auch könnte man machen, dann gucke ich mir ganz viel an, was ich nur kriegen kann. Das kann im Netz sein, das kann in der Natur. Ich fange an, was zu fotografieren, wenn es ein Naturmotiv ist. Ich überlege selber und in welcher Position kann ich das machen. Aber im Wesentlichen versuche ich an Material zu kommen, so viel wie irgend möglich. Also ich kupfer nie was ab, sondern ich mache mir meine eigenen Dinge aus dem Eindruck, den ich gewonnen habe. Am liebsten einfach mit dem, was ich habe. Also ich habe schon alles Mögliche ausprobiert. Es ist auch wunderbar, zum Beispiel handgesponnene Wolle zu machen. Es ist schön zu filzen. Und das macht alles Freude. Ecoprint, wo man so Blätterdruck auf Klamotten macht. Das ist was Wunderbares. In dem Moment, wo ich das mache, ist das das absolute Highlight. Aber meistens, und das ist doch die Malerei oder das Cross-Maché. Positive Gefühle, das ist mein Hauptziel. Also, dass wir die Begeisterung für die Natur auch über die Kunst kriegen können. Vor allem, wenn wir das selber malen. Es geht mir gar nicht unbedingt nur um die Kunstwerke, die ich mache, sondern dass ich das auch für Kursteilnehmer mache. Ne? Also für Leute, die das lernen wollen, die ein bisschen in ihr gehetztes Leben auch ein bisschen Freiheit reinbringen wollen. Kreativität, das habe ich gemacht, das kann ich. Und so schön ist die Natur. Und also so einfach eine Auszeit von unserer technisierten Welt, die ich damals ja auch gebraucht habe, bis ich zu der Kunst gefunden habe.